Deutsche Wurzeln der russischen Dressur. Dressur ist die höchste Reitschule und ein olympischer Sport. Dressur gilt als die eleganteste Art des Pferdesports. In dieser Sportart muss der Reiter die Fähigkeit des Pferdes demonstrieren, korrekte und produktive Bewegungen in allen Gangarten in unterschiedlichem Tempo zu üben. Im 18. Jahrhundert begann Deutschland, die Dressur als Sport zu entwickeln. Es bildete sich eine neue Schule, deren Grundgedanke die Entwicklung der natürlichen Pferdebewegungen war. Bis heute hat sich an dieser wertvollen Grundidee nichts geändert. Deutsche Reiter haben erst sich selbst und dann anderen den Sport beigebracht, sodass diese Disziplin bei Wettbewerben schnell großen Zuspruch fand. Später entstanden ähnliche Schulen in anderen europäischen Ländern. So wurde die Grundlage einer Bahndressur und der höheren Reitschule gelegt. Heute ist Deutschland beim Dressurreiten führend. Die stärksten Reiter der Welt, die besten Pferde, die größten Turniere und Auktionen. Auf das alles kann Deutschland stolz sein. Hallo, ich reite schon über 40 Jahre und 5 Jahre ich geliebt in Deutschland und ich sehr, sehr mag Deutschland, wegen dass alle Leute wollen Pferde reiten. In jedem Hof gibt es Leute, welche halten Pferde zu Hause, wie wir in Russland Hunde. Und jetzt habe auch einen Stall gekauft in Deutschland und zwischen Bremen und Hamburg. Jede 2 Monate ich fahre dahin und starte dort Turniere. Für mich ist Deutschland das ist Pferdeland. Und ich habe nur gute Erfahrungen, nur gute Freunde, sehr viel Freunde von Reitersport. Deutsche Pferde zeichnen sich durch ein außergewöhnlich ebenmäßiges Exterieur aus, was ideal für Dressur ist. Sie haben einen geraden Rücken, eine steil abfallende Kruppe, eine offene Schulter und Hinterbeine, die etwas kürzer als die Vorderbeine sind, wodurch sie sich sehr effektvoll bewegen können.